Oh. Boah, fetzt der weg. Ich verbrenne dich erstmal. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Evil Within. Ich bin Little Confused Brain oder einfach Janik und wir starten gleich in das nächste Kapitel und ich freue mich schon sehr, was uns da so erwarten wird. Kapitel 11, Wiedervereinigung. Das klingt interessant. Wiedervereinigung, besonders nachdem wir jetzt gesehen haben, dass Laura und Ruben, so heißt er, der Ruvik, zusammen verbrannt sind. Was sei das zu ver... Oder die Wiedervereinigung von uns mit dem haarigen Viech, ich hoffe. Ja. Oh, fuck. Autsch. Sie sind jetzt am Himalaya angekommen. Was zur Hölle? Oh oh. Au. Also ich glaube, angenehm war das nicht. Ach, und jetzt dürfen wir eine Runde tauchen, oder was? Okay. Okay. Wiedervereinigung. Kapitel 11. So. Jetzt müssen wir nur herausfinden, was das mit dem ominösen Titel hier auf sich hat. Die Stadt ist auf jeden Fall komplett in Trümmern zerlegt. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Das ist die Frage. Von da geht alles aus. Das ist der Punkt, der alles ausmacht. Wow. Unglaublich krass. Wie ja alles auseinanderbricht. Na, oh, wie geht das Karussell noch? Hey, Kinder, Spaß. So, haben wir für die Pistole noch Munition? Nö. Ich habe für nichts mehr Munition. Das wird spaßig. So, und hier ist natürlich alles überflutet. Bum, 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 bum. Calm down, please. Black Hair Curse. Hahaha. Guck mal, da steht sogar schon. Naoki Kataikai Film. Irgendein Japano-Scheiß. Ich sag nur, das kommt von den ganzen Japanern. White Fog. Wir sind auch mal in so einen weißen Nebel gegangen. Okay. Well, that is... Heidewitzka. Ich wäre jetzt ungern irgendwie hier irgendwo durchsterben, weil mir was auf den Kopf fällt. Ich kann mir echt Schöneres vorstellen. Da ist doch was. Oh! Ein neuer Colt, die Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Das ist mir ja so egal, dass der zahlreiche Gebrauchsspuren aufweist. Ich habe eine Magnum. Jetzt geht's ab. Das Bild sieht interessant aus. Hm. Okay. Und Gehirne, auch nicht vergessen. 34.000 haben wir schon. Ich glaube, ich spare jetzt wirklich darauf, dass wir Sprinten mal erhöhen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel das war, aber das war sehr, sehr viel. Kannst mir erstmal gestohlen bleiben, Kollege. Erstmal... Möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Von einem Haus einfach mitten im Ghetto. Willkommen in Berlin. Oh, wow, 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 wow. Alles fliegt hier auseinander. Ah! Bitte zerquetsch mich nicht.
Oh, wir kriegen Erste-Hilfe-Dings. Wann kriegen wir die denn mal? Also ich glaube, man kann sagen, shit just got serious. Eidewitzka. Da hinten haben wir noch ein Gehirn. Ja, gesehen hast du mich eh schon. Oh, oh. Boah, fetzt der weg. Ich verbrenne dich erstmal. Auch wenn du aussiehst wie ein Feuerwehrmann, du brennst jetzt. Habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? What? Da liegt irgendwas Wichtiges. Was Blaues. Blau heißt immer, das brauchen wir. Hallo. Können wir hier rüber? Wie die wegfliegen. So, wir schauen jetzt erstmal, was es da mit dem Blauen auf sich hat. Wenn wir da überhaupt... Ich glaube, wir können da gar nicht durch die Tür durch. Ich glaube, man muss sie danach noch nicht mal verbrennen. Die sind dann einfach schon tot. Und ich sollte, glaube ich, echt nicht mit der Munition so rumspaßen. Ich glaube, das ist eine Waffe, die wir später echt noch gebrauchen können. Der steht sowieso nicht mehr auf. So. Kommen wir hier rüber vielleicht irgendwie über das Tor rüber oder so? Was ist das denn da? Ich habe Angst, dass wenn ich die Tür da zu diesem Blauen öffne, dass es einen Alarm auslöst. Deswegen will ich das gerade nicht unbedingt auslösen. Guck mal, hier sind auch überall so kleine kleine Passagen. Ich glaube, da hätte man das sogar Stealth machen können. Ah, ist verschlossen. Da ist ein Teil. Da. Ich weiß nicht ganz genau, wie man da drauf kommt. Vielleicht über... Ja, vielleicht darüber. Das können wir mal versuchen. Keine Ahnung, mich interessiert gerade einfach, was da Blaues rumliegt, deswegen versuche ich gerade hier alles Mögliche. Nee, aber da geht's auch nicht drauf. Vielleicht müssen wir da auch zu einem späteren Zeitpunkt hin. I don't know. Übrigens, die Szenerie hier erinnert mich... Oh. Erinnert mich gerade sehr an The Last of Us. Okay. Die Zombies sind los, meine Damen und Herren. 3 Stück an der Zahl. Ihr dürft gerne versuchen, die Leiter hier zu erklimmen. Munition alle. Munition alle. Dann machen wir das so. Kannst du herkommen, keine Scheu. So. Ich wollte dich verbrennen, aber das ging nicht wieder. Da unten ist der Typ, der einen krassen Hammer hat. Ne? Den habe ich gerade auch schon gesehen. Wisst ihr was? An dem werden wir jetzt nochmal unsere Magnum ausprobieren. So. Der lebt noch? Der sieht aus wie der Silver Surfer. So viel dazu. Der lebt aber nicht mehr. Gut. Dann wollen wir uns nochmal weiter umschauen. Einen Magnum-Schuss haben wir noch, den ich eigentlich gerne behalten möchte. Aber hier ist auf jeden Fall noch einer. Och, komm schon. Na, guck mal. Streichhölzer kriegen wir. Nö, 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 nö. Komm her. Ganz langsam. Danke. Hätten wir das auch erledigt. So, und hier lag doch was, ne? Altmodischer Schlüssel. Wow, shit, in diesem Jahrhundert noch einen altmodischen Schlüssel zu finden. Oh mein Gott. Ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Materiallager. Wow, wow, wow. Ich habe mich gerade nur dezent erschrocken wegen dir. Digga. Damit hörst du... Aua. Der hat eine Schussweste an. Kollegen?
Läuft's denn? Ich bin gerade ein bisschen baff, könnte man sagen. Ich habe wirklich in keiner einzigen Waffe irgendwas mehr. Brenn. Die haben ja alle Waffen. Warum haben die Maschinengewehre? Das sind Zombies. Die dürfen keine Maschinengewehre haben. Das sieht der Kodex der Zombies nicht vor. So, wir haben gerade für unsere Pistolen noch Waffe, Munition gekriegt, nicht? Ja. Nicht hier auf mich schießen! Bitte. In die Offensive. Shit, 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 shit. Ich will ja nicht sagen, aber wir haben hier gerade echt wirklich ein ganz, ganz kleines Problem. Zum Glück habe ich so viele Spritzen und so einen ganzen Schüssel. Scharfschützengewehr, yay. Das ist nicht das Scharfschützengewehr. So. Ich glaube, so kleinere Zombies zu töten ist jetzt gar nicht mal so doof, weil die können Sachen droppen. Du Sacke sich da oben. War's das? Danke. Gott, ist ja ekelhaft. Wir hätten auch die ganze Zeit hier schon durchgehen können. Ich habe nicht auch in der Review schon mal gelesen, ja, man muss ja nicht mit jedem kämpfen, man kann sich ja auch einfach mal zurückziehen. Und manchmal ist das dann doch, oh Gott, die beste Option. Wenn man sowieso nicht weiß, wo man langlaufen muss. Ah, hier muss man lang. Ist das noch besser? Ich denke mal nach oben, schätze ich. I don't know. Hier haben wir auf jeden Fall Munition. Ne, wir müssen nach unten. So. Ich finde es aber, das von diesem Spiel, das habe ich heute auch, habe ich wieder mit einem Kumpel drüber geredet, mit Daniel. Bei diesem Spiel ist es gut gemacht, dass die Munition definitiv sehr, 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 sehr knapp ist. Ich meine, das ist doch, was ein Survival-Game ausmacht. Und wenn man dann arschvoll Munition hat, wie bei Resident Evil 5 zum Beispiel, was ich auch nicht wirklich als Survival-Horror angesehen habe, sondern eher irgendwie als Ego-Shooter. Oder Third-Person-Shooter eben. Muss ich zugeben, macht das Spiel hier echt alles richtig. Das hat verstanden, was Survival-Horror bedeutet. Au! Well. Was ist das hier für eine Röhre? Ihr! Warum haben die sich denn aufgehangen? Ach du Scheiße. Was? Nein, kein Wa. Nein! Ein Wassermonster! Toll! Schwimm um dein Leben, schwimm um dein Leben, schwimm um dein Leben. Ich werde gleich gefressen. Um Gottes Willen. Mach keine Scheiße. Ah! Was ist denn los mit dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell da hinten hin.
Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hasse solche Verfolgungsaktionen. Da kriege ich immer voll die Panik. Okay. Gut. Monster einigermaßen hinter uns gelassen. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Verständlich, Alter. Verständlich. Wirklich. Aber in dieser jetzigen Zeit muss man ja auch nicht duschen. Hier sind ja eh keine Menschen, die sehen könnten, ob man geduscht ist. Man kann ja auch einfach aussehen wie der letzte Schlumpf. Das ist ja komplett Wumpe. Juckt ja quasi geil. Juckt mich nicht. Warte, warum war das blau? What happened? Kommt Ruvik? Ruvik kommt, oder? Kommt Ruvik? Ich will nicht, dass Ruvik kommt. Ruvik kommt ja sowas von. Oder? Hallo Ruvik! Na, mein Guter? Was? Was? Ich habe übrigens den Hauch einer Ahnung, was dieses Ding war. Was dieses haarige Ding war, vor dem ich so krass Angst hatte. Ihr erinnert euch dran, dass Ruben, aka Ruvik, und Laura zusammengestorben sind. Und habt ihr mal auf das Gesicht geachtet von Laura, dem haarigen Vieh. Similarities kann man da auf jeden Fall erkennen. Und gerade jetzt, wo uns das Ding verfolgt, nicht mehr sprinten zu können, ist auch nicht so top. Munition alle? Ja, das war's dann auch mit der Munition. So, mal diese Hände, die hier überall durchgehen, ne? Verletzen die Zond? Nein. Natürlich nicht. Hier ist noch Munition. Ruvik, was ist denn los mit dir? Oh Mann, ich hätte da verbrennen können. Ich glaube, Ruvik lag so auf dem Boden, wa? Hätte ich da Ruvik verbrennen können? Wenn das überhaupt Ruvik ist. Alles, was ich weiß, ist, dass ich diesen Händen auf jeden Fall nicht zu nahe kommen möchte. Und ich komme denen gerade viel zu nahe. Hallo. Ich sollte, glaube ich, nicht neben Ruvik brennt. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Okay, das Ding hat gebrannt. Das war's? Das war ein What? Ich habe dafür auf jeden Fall ein Achievement gekriegt. Das war eine Kopie von Ruvik. Was genau hatte das zu bedeuten? Ich habe auf jeden Fall gerade ein Achievement freigeschaltet. Also ich habe was gemacht, was besonders ist. Man hätte ihn noch erschießen können anscheinend. Aber Yannick dachte sich, er nutzt den Massenbrand, ne? Den gibt's ja hier. Dann kann man den auch ausnutzen. Das war echt gar nicht mal so doof von mir. What? Spiegel! Das kann doch nicht wahr sein. Wir wurden zurückgeholt. Aber warum? Ist das dreckig hier? Stimmt, was. Warum sieht das hier so scheppig aus? Scheppig, scheppig. Der macht jetzt selbst unseren Zufluchtsort kaputt. Ja, sag mal, hakst du? Detective? Ja? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ich hatte auch nicht vor, dich zu verlieren.
to be honest. Okay, interessant. Dann würde ich sagen, das wäre es aber für die erste Folge von The Eerie Within heute. Heute geht es natürlich um 18.30 Uhr weiter. Wenn ihr Bock habt, schaltet da auch wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend wieder. Bis dann, euer Brain. Tschüss mit Ü. Kapurr.